Hallo und willkommen zum nächsten Part von Anno 1800. Wir haben im letzten Part ja hier uns ein bisschen um Getreide und Brot und sowas gekümmert. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Na, hier haben wir das nicht wirklich richtig gut hingekriegt. Hier fehlen immer noch an die 50 Felder. 50 Felderteile. Aber naja, wir haben hier jetzt wirklich viel ausgenutzt. Wir könnten das hier zwar noch mal wieder so, wir könnten das hier zwar noch mal wieder umstrukturieren, würde dann auch wieder ein bisschen lange dauern. Wow, das sieht alles hier toll aus, nicht wahr, wie die Felder. Dass wir dann hier diesen Bereich noch mal ein bisschen ausnutzen, aber ich glaube, da muss sowieso noch mal was hin. Dann fehlt uns ja, wie gesagt, das Brot immer noch. Genau, aber jetzt dürftet ihr hier gleich erstmal wieder ein bisschen was bekommen. Ihr müsstet mal hier ein bisschen was mehr arbeiten. Müsstet hier mal ein bisschen was mehr arbeiten. Ach jo, ihr habt sogar minus 25%. Ändern wir das mal auf plus 25%. Das hier ändern wir auf plus 0%. Ziehen das also auch nochmal 25% hoch. So, dadurch sind die Leute noch zu 16% zufrieden. Aber naja. Gut, dann haben wir jetzt gleich wieder genug Arbeiter. Guck nicht so grimmig. Können wir dann den Schnaps ein bisschen runterdrehen. Das ist ganz schön viel. Schnaps, nee, Schnaps waren auch als Bauern. In letzter Zeit bin ich immer müde. Oh. Das ändern wir mal auf minus 30. Das hier ändern wir auch auf minus 30. So. Danke sehr. Seht ihr wieder ein bisschen zufriedener, dann können wir das hier wieder ein bisschen hochdrehen. Wir wären dann soweit. Sehr gut. Ihr wärt soweit, das ist doch toll. Der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich hab sie für den Fotografen gehalten. Zu wenige Facharbeiter und Dishwater bedeuten, dass dortige Handwerker wirklich dortige Handwerk beleiden. Als ich sagte, ich mag die Abgeschiedenheit, dachte ich, nicht, ich würde für immer allein sein, schlägt ein belagerter einheimischer Künstler die Hand vor die Stirn. Wir kommen nicht. Ich danke ihm. Lupix freut sich. Und ja, ah ja, jetzt gibt's hier aber auch wieder Handwerker. Das ist doch toll. Unserer Zeit. Sehr gut, die haben jetzt auch wieder Brot. Das ist doch schön. So, um weiter aufzusteigen, bräuchten wir 1500. Gut, das lässt sich bestimmt machen. Das haben wir uns verdient. Ihr seid jetzt wieder halbwegs aufgefüllt. Ja gut, die ersten Nähmaschinen sind jetzt auch schon da. Da kriegen wir dann 13 Münzen. Das ist doch sehr gut. Sehr schön. Merkt man zwar nicht wirklich, dass wir dafür plus 13 Münzen bekommen, aber naja. So, die Besucher bringen uns auch nur 198 im Moment. Genauso wie letzte Saison. 55. Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Sehen wir mal. Wahrscheinlich war sie es nicht. Naja, ich habe noch ein bisschen dafür was gebaut. Ja, jetzt sind es natürlich 45. Jetzt, wo ich hier die Sache hier ein bisschen ausbauen musste. Ah, dir fehlt schon wieder Kohle. Böse Kohle immer. Hier produziert anscheinend auch nicht genug. Dann gucken wir mal. Ja, dann darf ich die hier noch ein bisschen mehr produzieren. So, 20 plus. Und du darfst auch noch ein bisschen mehr produzieren.
So, genau, die Segel brauchen wir ja eigentlich alle gar nicht. Produziere ich nur, weil ich es kann. So, hier kommt noch mal ein weiterer Kanonenturm. Dass meine Schiffe mal wieder weg sind, damit meine Schonerte auch noch geschützt sind. Liegt hier treibt gut rum. Das hier können wir eigentlich... Ach, zwei Schnaps. Wow, toll. Dann würde ich sagen, das verscheuern wir mal. Wir können auch mal eine neue... Wir nehmen noch mal eine Quest an, würde ich sagen. Du hast du eine Quest für mich? Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Die wollen, dass ich den Leutnant gehen lasse, der seine eigenen Kameraden betrogen und die Heim S irgendwas sabotiert hat. Er prallt sogar mit den grünen Zuschauern mit seinem Treuebruch. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Zum Beweis holen. Mal los. Dann habe ich schon wieder minus 67 Arbeitskraft, weil das Boot schon wieder leer ist. So aus. Gut. Ein Delayed. Und verteilt euch mal ein bisschen mehr, ihr dummen Typen. Ja. Naja. Gut. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr. Wir müssen das Spiel leckert müssen. Wir schauen erstmal kurz, ob wir hier überhaupt es uns leisten können, die Sache ein bisschen zu drehen. Wir müssen auf jeden Fall noch die Getreideproduktion ein bisschen hochdrehen. Wir sind auf 85. Und katapultieren. Holter die Polter. Yay, Holter die Polter. So, wir nehmen unsere 5 Kriegsschiffe. Eieiei, diesmal sind es 2 Fregatten. Ist fast da, nicht wahr? Ja. Irgendwie blöd. Was ich mir Neptun da hingeschickt habe. Naja, egal. Wenn du zurück bist, dann kannst du ja vielleicht... wirst du aus Bergen? Danke sehr. Bring das mal zurück. Ich hoffe, die 5 kommen auch so damit klar. Warum willst du denn hier was zerstören eigentlich? Kopfüber ins Ungewisse zu stürzen. Jemand scheint absichtlich in die Handelsbeziehungen zwischen der Königin und einem ihrer königlichen Lieferanten eingegriffen zu haben. Sir Archibald hat ihnen den Befehl erteilt, sich um die Saboteure zu kümmern. Schön sie mit Hilfe, mit Militärschiffen zu bitten, indem sie die Aufgabe in der Schwere wegklicken. Dann werden sie das Item... genau. Lösen Sie mich. Auftrag, genau, die Fregatte. Was ist eigentlich mit der Fregatte hier? Wenn ich noch länger das ist warten nicht muss, meine. Zwickt und zwackt wieder nur mein Darm. Schiffbrüchiger 2, das ist auch ein toller Name. So, wir... Das braucht noch ein bisschen, weil nur die Hälfte an Arbeiter gerade da sind, weil ich gerade Brotprobleme habe. Wie schon den ganzen Part und den ganzen letzten Part. Und den Part auch davor eigentlich. Ich wollte euch noch ein bisschen ankurbeln. Danke sehr. Dann kann ich vielleicht auch... Gut, die produzieren hier jetzt ein bisschen was. Dann kann ich euch ja auch hoffentlich noch mal ein bisschen hochschieben. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, sehr gut. Die Fregatte ist vom Stapel gelaufen. Ihr Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Friede seiner Seele. Ist beeindruckt von ihren Anstrengungen und Erfolgen. Yay!
So, Fregatte, kannst du schießen? Du kannst schießen, dann hilf mal gerade mit. Ich brauch dich gerade mal. Ah, fahr bitte nicht zu nahe zu den Piraten, ja? Gut, und dann würde ich sagen, basteln wir uns nochmal kurz eine neue Sache, eine neue Bäckerei dahin. Aber wir haben hier gerade noch eine Quest. Was ist hier los? Schweinchen fehlen. Alle Schweinchen aufgebraucht. Okay, cool. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Dann wecke ich dich mal jetzt. Gut, die Neptun wird schon mal angegriffen. Von... Ach, dem Schiff. Ach, du je. Ist das schlimm. Wo sind meine anderen fünf? Die sind... irgendwo. Da. Wo sind die zwei Fregatten? Die sind da. Okay, cool. In Gruppen einzeln. Danke sehr. Seht mal bitte zu, dass ihr vorankommt. Dann haben wir das. Dann sind die da gerade schön auf dem Weg. Da haben wir eine Quest. Meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Mhm. Immer dasselbe mit dem alten Harold. Ganz allein. Sie helfen uns, oder, Boss? Finden und holen Sie den alten Harold. Das ganze Wochenende nur am Trinken. Einmal kurz ein bisschen suchen. Schiff und nach Schuss. Dem Harold. Ja, ich hoffe, die kriegen da schon hin. Welches Schiff ist da unter Beschuss? Ja, jetzt kommt ihr so langsam alle. So, das ist sehr gute Arbeitsteilung, muss ich sagen. Du darfst mal wieder dein Teil hier aktivieren. Danke sehr. So, du besiegst den ja hoffentlich, nicht wahr? Muss gucken, dass ihr nicht zu nah an die Piraten kommt. Die sind nämlich schon da. Besiegt den nochmal gerade, ja? Finde ich echt nett. Danke sehr. Der ist bis erst dort. Okay, cool. So, dann hätten wir das. Dann schippern wir da einmal hin. Und dann... Hatte das hier nicht aktive Reparatur? Aktive Heilung? Nein. Drehst sofort um. Machst einen Rückzug. Beziehungsweise... Ihr seht mal zu, dass die Neptun hier nicht ganz zerstört wird. Die ist nämlich gleich zerstört. So. Danke sehr. Er merkt sogar was. Das ist doch schön. Geil, wenn ich den einen Piraten besiege, dann wird der andere Pirat... Eieiei. Wird der andere Pirat da... gefällt ihm das? Lol. Flotte erwartet Befehle. Dann macht euch mal wieder auf den Weg nach Hause. Bitte möglichst schnell. Leinen los. Du darfst mal direkt zu Blake fahren. Ich biete Ihnen wie immer meine Bescheidenheit. Steht hier noch rum. Ich fertige gerade einige Schnitzereien an.
die gesamte königliche Familie im Stile eines sommerlichen Ausritts. Ein Geschenk für Ihre Majestät. Aber verraten Sie nichts. Okay, lol. Noch ein Clipper. Genau, noch ein Clipper. Meine ganzen Schiffe sind unter Beschuss. Danke sehr. Puh, so, du wirst jetzt erstmal geheilt. Gut. Dann muss ich die zwei Sachen einmal kurz nach Hause zu Bedeck bringen. Wer hat die andere Sache hier eingesammelt? Ich hoffe, das hat jemand. Das wäre nämlich sonst etwas schlecht. Oder war es nur der eine? Okay, Coolant Champ war es nur die eine Sache da. So, die Fregatte fährt mal kurz zurück. Ach, da ist noch jemand. Ah, cool. Bereit. Man merkt auf jeden Fall, ich bin hier in der Nähe der Piraten. So, ich hoffe, die entern hier nicht. Schönes Piratenschiff, nicht wahr? Und hier auch mal ein bisschen ins Detail gucken. Genau, dann sollten wir hier noch den einsamen Howard. Aber wir gucken jetzt erstmal, warum die Leute schon wieder streiten. Wurst! Ja. Okay. Ja, ihr habt hier keine Schweinchen mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Ach, ich habe plus minus null Handwerker gerade. Lol. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Hier sind auch nur noch 12. Sind auch in Anführungszeichen nur 12 Schweinchen. Da bräuchte ich alles. Drüben. Weil ich meine, du hast ja hier viel genug Leute im Einflussbereich. Die 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, naja, nicht 6. Und dann noch hier diese 5 Sachen. Gut. So, ich meine Bilanz hier drüben in Little Pigs. Dürfte hier, die ist auch gewöhnlich. Bis zur nächsten Stufe. Yo, minus 4 Attraktivität. Geil. Ah ja, minus 24. Na dann. Ah ja, stimmt. 24 und gut. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen Ornamenten arbeiten, damit wir dann nochmal zur nächsten Stufe hier aufsteigen. Zum Beispiel mit einer Hecke. Und dann mit Pavillon und einem Garten und einem Springbrunnen. Und dann noch mit ein paar Wegen. So. Und dann nochmal eine Hecke langziehen. So, dann hier nochmal einen Weg. Hilft das? Ja, das hilft. Was sind meine Augen? Hundehaufen, wohin man schaut. Cool. Ich glaube, diese Sache ist nicht sehr beliebt. gut, dann schmeißen wir hier nochmal einen Springbrunnen hin. Und ein paar Gartenbänke. Denkmal und dieses andere Denkmal hier, das hätte ich da jetzt hingetan, aber da ich da ja jetzt schon was anderes hingesetzt habe, ist dann halt nicht woanders hin, sondern wir reißen das hier nochmal ab und das Denkmal hier hin. Denke sehr, können wir die Schachtische nicht hier hinsetzen, sondern einfach nur ein paar Bäumchen.
So. So. Bisschen die Lücken mit ein paar Bäumen und Büschen auffüllen. Und eins noch bis zum nächsten. Finden Sie nicht auch? Es ist noch eins bis zur nächsten Stufe. Ich dekoriere immer nur meine Brücke, die im Bereich um das Dorf, aber wo soll ich auch sonst, warum sollte ich auch die anderen Bereiche dekorieren? Hier und da. Yay, meine Stadt ist attraktiver geworden. Sind Sie soweit? Ja, ich bin soweit. Überausreizend. Danke sehr. Danke sehr, du hast jetzt fast 2000 Punkte. Interessant. Ja, genau, du stehst ja hier schon zu Hause. Bleibt ihr? Stillgestanden, Herr Admiral. Ihr seid wirklich so langsam. Okay, cool. Du bist schon fast zu Hause und ihr seid erst auf halber Strecke. Okay. Gut, die Fregatte steht hier schon, die verkaufe ich dann gerade mal. Diese Verstärkung wird Ihrer Majestät gefallen. Wieder im Geschäft. Obwohl meine Hoffnung bleibt, dass es nicht zum Krieg kommt. Hoffe ich auch. Ich wollte es Ihnen zuerst nicht sagen. Doch nun, ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Okay. Interessant. Und der Mörder, sein ehemaliger Zellengenosse, läuft frei herum. Es heißt, er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor. Aha. Jemand ist doch schön. Versorgt den Mörder von Madame Kahinas Hafen aus. Dem sollten wir nachgehen. Okay. Das hast du dir mehr als verdient. Jo. So, das heißt, im nächsten Part geht's mit der Story weiter. Freut euch drauf. Neue Errungenschaft. Wieder im Geschäft. Oh yeah. Na, wir sind wieder im Geschäft. Aber was wurst denn jetzt im Fall immer nicht im Geschäft? Weil uns hier immer noch die Schweinchen fehlen. Das ist nicht schön. So, das heißt, im nächsten Part geht's dann mit der Story weiter. Ich verabschiede mich und sag bis dahin und bis dann und tschüssi.